euch da draußen, liebe Kapitalisten. Und normalerweise geht es ja auf diesem Kanal darum, wie wir unser Geld investieren in Aktien und ETFs langfristig und so weiter und so fort. Jetzt habe ich aber gerade hier einen Gast bei mir zu Hause zu Besuch, der gesagt hat, es gibt auch noch eine ganz andere Art und Weise zu investieren. Deswegen wollte ich mal kurz fragen, Henrik, welche meinst du damit? Na, ohne Geld investieren. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Und ich habe heute hier den Henrik zu Gast vom Unternehmerkanal. Ja, und Henrik, bevor du jetzt anfängst, irgendeinen Scam oder so uns anzudrehen, ja, von wegen, man kann auch investieren ohne Geld. Vielleicht kannst du einfach mal direkt Tacheles reden und sagen, wie hast du denn zum Beispiel mal ohne Geld investiert? Ja, zum Beispiel beteilige ich mich gerade bei einem Film. Es wird so eine Reisedoku, Reisefilm. Ist noch nicht veröffentlicht, noch keine Website, gar nichts. Deswegen muss ich auch erstmal abklären, ob ich hierzu einen Link in die Beschreibung packen kann. Schaut auf jeden Fall mal unten rein. Falls das okay ist, dann findet ihr ihn hier unten drunter. Ansonsten seid gespannt. Wird nächstes Jahr eine erst Doku, rauskommen. Ja? Genau, es wird so eine Mischung aus Reise, Doku und einem Film. Also so eine Mischung aus diesen klassischen Hochglanzaufnahmen. Mist, dann hast du mir jetzt schon was voraus, ja? Ja, scheiße. Gut. Man muss halt auch mal arbeiten und nicht nur im Pool rumschwimmen. Und genau, da habe ich mich beteiligt und zwar ohne Geld. Denn die hatten schon finanzielle Mittel von anderen Partnern, also zum Beispiel Technologiepartner sind dabei, große bekannte Firmen von die Elektronikhersteller sind. Ja. Zum Beispiel eine Softwarefirma ist dabei. Also so Sponsoren, die dann zum Beispiel im Film vorkommen irgendwie oder. Genau. Okay. Genau. Und ist ja auch bei Casey Neistat, da sieht man das ab und zu mit Samsung oder so zum Beispiel, ne, die dann irgendwie die Drohne herstellen für ihn und so eine Sachen, ja. Genau, solche Sachen. Ein Uhrenhersteller für so Outdoor-Geschichten, die man halt auch für diese Reise braucht, sind dabei und so weiter und so fort. Ein Teil sind auch so lokale Kulturförderungsfonds oder sowas, die da ein bisschen was beigesteuert haben. Also die Finanzierung war schon vorhanden, aber der schönste Film bringt ja nichts, wenn ihn keiner sieht und keiner den Namen kennt oder was auch immer. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Part. Ich investiere dort mein Know-how und meine Zeit für Marketing, mache für die Marketingstrategie und sorge dafür, dass die Leute den hoffentlich zahlreich auch im Kino und so weiter ansehen, beziehungsweise auf DVD oder im Stream oder wo auch immer. Okay, das heißt, Henrik investiert hier also nicht bares Geld, sondern Humankapital, also Wissen, was du dir vorher selber angeeignet hast. Und somit kannst du dich jetzt mit reinem Wissen an einem Projekt beteiligen, richtig mit Anteilen, also an Gewinnen dann oder an... Genau. Okay. Genau. Und das ist natürlich eine interessante Möglichkeit. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja, wie ist es denn dazu gekommen? Also wie kommt man daran? Ja, also das war eigentlich ein bisschen eher ein Zufall, würde ich mal sagen. Das ist von meinem YouTube-Kanal, der nennt sich Unternehmerkanal, ein Zuschauer, der hat mich angeschrieben und der hat gesagt, hey, ich habe gesehen, du kommst aus der Nähe, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen. Okay. Und das ging zu der Zeit nicht, weil der Typ gerade in Hollywood ein Praktikum gemacht hat. Cool. Ist auch schon gut, also auch ein sehr umtriebiger junger Mann, auch von der Persönlichkeit total cool. Und dann haben wir uns kurz danach, als er dann wieder kam, nach 6 Monaten war der, glaube ich, in L.A., haben wir uns dann getroffen, hat auch sofort persönlich gepasst. Und dann hat er durch Zufall, ohne dass ich es wusste, mich nochmal seinem Geschäftspartner vorgestellt, mit dem er das zusammen macht, sein Studienkumpel. Und da haben sie halt vorher sich das schon überlegt, habe ich jetzt erst im Nachhinein rausbekommen, dass sie mich da fragen wollen für dieses Projekt. Ja. Und die haben das halt echt so ein Jahr vorbereitet, bis sie mir das vorgestellt haben. Okay, krass. Und so ist das gekommen. Ja. Aber ich habe noch ein anderes Beispiel, wo jetzt jeder sagt, ich habe keinen YouTube-Kanal und ich bin auch kein digital. Genau, das ist ja immer sonst sehr schnell. Also für jemand, der jetzt zum Beispiel auch am Anfang gerade ist und so, wie kann der sich zum Beispiel an irgendwelchen Sachen beteiligen, ohne Geld, ja? Genau, da fällt mir ein Beispiel ein von meinem Kumpel Max, der kommt aus Düsseldorf und der wohnt in der Nähe vom Medienhafen. Das ist da so eine hippe Gegend, wo gerade viele hinziehen, viele Startups sind und so weiter. Und der wohnt da in der Nähe und hat festgestellt, dass bei ihm im Flur immer 2 Wohnungen leer stehen. Und hat einfach seinen Vermieter gefragt, hier, wie sieht's aus? Die Wohnung steht immer leer, das kostet doch jede Menge Kohle, beziehungsweise du könntest hier noch mehr Geld verdienen. Willst du die nicht mal kurzfristig... vermieten. Und er hat halt, ist auch so ein etwas älterer Mann, hat keine Ahnung von Internet und so weiter. Da hat er jetzt mit ihm den Deal geschlossen, dass er die Wohnung möbliert bei Airbnb zum Beispiel einstellt. Die teilen sich den Profit, also was er mehr verdient als die übliche Netto-Kaltmiete, das teilen die sich auf und er managt halt das Ganze mit Schlüssel übergeben, Leute über Airbnb und andere Webseiten zu bekommen, Geil. Vimdu und was es noch alles gibt. Und kümmert sich jetzt quasi darum,
Und jetzt kommt das Coolste. Das ist natürlich viel, viel Aufwand, das Ganze über Airbnb zu machen, weil man sehr viele Einzelbesucher hat und häufig abklären muss. Ja. Und es gibt für Firmen, für größere Firmen, die öfter mal auch Mitarbeiter zu Besuch haben von anderen Standorten, die brauchen halt regelmäßig auch Wohnunterkünfte und Hotels sind auf Dauer teuer, sodass er jetzt mit großen Unternehmen gerade in Düsseldorf verhandelt, dass sie das einfach so als Mitarbeiterwohnung mieten. Und die haben ganz, ganz häufig ein hohes Budget, ganz egal wie groß die Wohnung ist, zahlen einfach einen Fixpreis, sodass das für ihn halt auch sehr, sehr spannend ist, weil er da nur einen Ansprechpartner hat, nur einmal den Verkauf machen muss. Genial. Das ist es, was ich liebe, sowas. Weißt, wisst ihr warum? Weil er im Prinzip nutzt er das, was schon vorhanden ist, nämlich das Eigentum eines anderen, und kann für sich selber einen Profit draus schlagen, aber natürlich auch für den Vermieter, weil der hat ja sonst den Leerstand. Genau. Und der hat einfach nur die Idee gehabt und kann jetzt dadurch, durch dieses Investment von seinem Know-how und seiner Kreativität Geld verdienen. Ja? Genau. Und solche Ideen sind es eben manchmal, die man haben kann, mit denen man Geld verdienen kann. Und an diesen Investmentgedanken, den man, egal ob jetzt von Cashflow Quadrant oder wo sonst, aufgeschnappt, auf einmal ganz neue Möglichkeiten sich kristallisieren. Aber ja, wolltest du noch dazu was sagen? Oder? Nee, an der Stelle erstmal nicht. Ich wollte nur nochmal appellieren, dass es da auf jeden Fall viele kleine Möglichkeiten gibt, die man machen kann. Die man erstmal anfangen kann, ja. Genau, du hattest ja zum Beispiel auch den Pascal Wegner mal interviewt bei dem Podcast, der einen Bagger gekauft hat, weil sein Bekannter sich total dafür interessiert und der Bekannte kümmert sich darum, dass der immer vermietet ist und um die Auslieferung und so weiter. Ja, wobei er dann natürlich wieder Geld investiert hat, ja. Genau, aber der Bekannte hat in der Beziehung die Rolle, die ich jetzt gerade habe, sozusagen. Oder also für den Bekannten wäre es diesmal dann ein Investment ohne Geld, ja? Genau, vielleicht also für alle jungen Leute, die jetzt sagen, ich habe noch gar nicht so viel Geld auf der hohen Kante, ich habe aber Zeit und Lust, mich in ein bestimmtes Thema einzuarbeiten. Man kann vielleicht da auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten und deren Problem lösen, dass sie zu viel Geld haben und vielleicht gar nicht wissen, wie sie es kombinieren sollen. Also wenn ihr eine Idee habt, ist das vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. So, auch wenn es den Günther im Hintergrund schon wieder ein bisschen stört, dass wir hier am Freitag ein Video machen und rumphilosophieren über Investieren ohne Geld, zeigt der Hendrik uns jetzt nochmal ganz kurz einfach so den Überblick bei Facebook und wie er einfach halt sich dort beteiligt und wie er dazu gekommen ist. Also kannst du vielleicht mal uns ganz kurz erklären, was jetzt konkret dein Mehrwert ist, den du einbringst bei diesem Dokufilm? Ja, super gerne. Also ich denke mal, jeder kennt ja hier diese Ansicht. Die wird bei jedem anders aussehen so ein bisschen. Das ist aber der ganz normale Facebook Newsfeed. Ihr seht hier schon auf der rechten Seite eine Ecke mit Sponsored und in diese Bereiche kann man sich reinkaufen. Beziehungsweise hier ist schon der nächste Beitrag, der sponsored ist. Das heißt, genau diese Sachen kann man erstellen als Marketer, denn Facebook hat auch eine Rückseite, wo man sich genau diese Sachen kaufen kann. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil viele dieses Unternehmen einfach nur von der Vorderseite aus der Nutzersicht kennen. Und jetzt muss man dazu sagen, früher war das ziemlich einfach. Man konnte einfach nur irgendwas erstellen und klickte auf jetzt bewerben und hatte dann wurde einem was abgebucht und dann konnte man da in der Regel schon profitabel sein. Mittlerweile versuchen das aber so viele, dass daraus eine echte Wissenschaft geworden ist. Und Facebook hat mittlerweile so viele neue Werbetools und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, dass man sich da meiner Meinung nach wirklich darauf spezialisieren muss, weil auch in so kurzen Abständen Neuerungen kommen, der Algorithmus wird geändert, es kommen wieder neue Werbeformate, neue Regeln, neue Richtlinien. Mhm. Was vor einem Jahr zum Beispiel funktioniert hat, kannst du teilweise heute komplett vergessen. Mhm. Und manchmal sind es auch wirklich Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Und deswegen gibt es viele Unternehmen, die einfach mal was probieren, weil sie hören, ja, Facebook-Werbung funktioniert wunderbar, aber letzten Endes verbrennen sie einfach nur Geld, weil es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir jetzt mal auf der Unternehmerkanalseite, das öffne ich mal gerade, wenn man da einfach nur einen Beitrag bewirbt, das macht Facebook ziemlich einfach hier, dass man Geld ausgeben kann sozusagen. Deswegen ist es auch so eine gute Aktie. Auf jeden Fall. Ich schaue gerade mal hier, dass ich die Seite öffne. Da kann man einfach auf jetzt Beitrag bewerben klicken, sagt, okay, ich möchte $15 ausgeben oder 15 Euro oder was auch immer. Und dann spielen sie es halt aus an irgendwelche Leute. Jetzt ist es aber so, das ist wirklich einfach zum Geld ausgeben. So wirklich was bringen tut es aber nicht. Also das ist wirklich sehr einfach theoretisch. Man kann hier, wenn es dann endlich mal geladen hat, du solltest mal investieren in schnelleres Internet. Ja, ich habe das auch mal gemacht, damals bei dem Gewinnspiel zum Beispiel von Aktien mit Kopf auf der Seite. Da habe ich dann auch irgendwie einfach so 40 Euro in dem Beitrag noch hinterhergeschossen. Aber ich habe dann keine Ahnung gehabt, so was es jetzt gebracht hat. Also es hatte viele Likes und so, aber gut. Genau, also das ist jetzt so die Wissenschaft für sich auf jeden Fall. Da sind so viele Funktionen im Backend, aber das ist ja gerade das Interessante, dass dann Leute wie er zum Beispiel an Firmen herantreten können, die eben sich darauf nicht so spezialisieren können, weil sie ja ein Hauptunternehmen haben, wo sie Produkte verkaufen müssen und dann aber teilweise vielleicht sehr viel Geld verbrennen, weil sie sich mit der Werbung dort überhaupt gar nicht auskennen. Ne?
Genau, also ich könnte jetzt hier zum Beispiel einfach auf Beitrag bewerben klicken und habe dann hier ein sehr, sehr einfaches Fenster, wen möchtest du erreichen, bla bla bla. Ja. Und muss dann im Prinzip eigentlich nur unten rechts auf die Ecke klicken und habe dann schon den Kauf abgeschlossen. Okay. Aber das ist halt total unspezifisch. Ich gehe jetzt nochmal in den anderen Bereich, zeige euch mal so das Backend, was, ja, was ein bisschen genauer ist. Das sind jetzt hier mal Einblicke in die Kampagne von deinen T-Shirts. Okay. Ja, das ist interessant. Da können wir nämlich gleich mal gucken, Return on Investment und so weiter. Was haben wir bisher ausgegeben und so weiter. Weil da ist ja im Prinzip auch ähnlich. Ich habe die Designs und so weiter bezahlt und von meinem Geld im Prinzip ausgegeben. Und Henrik musste kein Geld investieren, sondern einfach nur sein Know-how und ist trotzdem aber beteiligt an diesem Projekt. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie er sich schon wieder wie so ein richtiger Casino-Kapitalist hier verhält und dadurch einen Mehrwert generiert. Der Blutsauger im Aktienmarkt. Genau. Ich werd hier gnadenlos ausgebeutet, ja? Ja, das ist leistungsloses Einkommen. Genau. An der Stelle, genau, hier sieht man jetzt mal verschiedene Designs. Ja. Und wir haben das erst vor ein, zwei Tagen gestartet. Also es ist noch nicht wirklich extrem aussagekräftig, muss man dazu sagen. Also statistische Relevanz muss erst noch hergestellt werden. Wir testen hier ganz viele verschiedene Bilder. Mach einfach nur Kurzform jetzt für die Leute als Beispiel. Das. Genau, also hier sieht man zum Beispiel mal, wir bieten darauf oder wir möchten optimieren darauf, dass die Leute das zum Einkaufswagen hinzufügen. Ja. Und haben jetzt hier zum Beispiel, das sind die Reach, also wie viele Leute das in ihrem Newsfeed, wie viele Menschen wir erreicht haben, Impressions ist, wie oft das angezeigt wurde. Ja. Und das hier ist eigentlich das Spannende, wie viele Klicks wurden dadurch erzeugt auf den jeweiligen Link, also auf das T-Shirt zum Beispiel. Genau, hier haben wir 1,82 Euro ausgegeben, beziehungsweise 36 Cent, haben aber jeweils schon einen Verkauf generiert mit einem Umsatz von 21,95 Euro. Können wir ganz offen sagen, dahinter steht dann ein Gewinn von 12,87 Euro, wenn man 21,90 Euro einnimmt, also eine ganz gute Marge, wie ich finde. Ja. Und du hast es vorhin ausgerechnet, was das für ein Return on Investment ist. Genau, das sind ungefähr so 42%, die wir jetzt gemacht haben an Rendite. Und das ist halt genau das, was ich halt auch insgesamt jetzt hiermit kommunizieren wollte mit diesem Video, ist halt, man merkt schon, Henrik kennt sich in diesem Bereich halt aus und ich tue es nicht. Und das ist ja nur der Anfang. Das heißt, er wird jetzt anfangen, Split-Tests zu machen, immer neue Werbeanzeigen testen. Und dadurch halt kann man natürlich wesentlich höhere Renditen machen, wenn man weiß, was man tut, als jetzt einfach mal direkt am Aktienmarkt, wo man halt sehr viel mehr Risiko eingehen muss, wenn man solche Renditen machen will. Und deswegen ist es interessant, finde ich, hier gerade mit solchen Dingen zu arbeiten. Und man sieht halt auch wiederum, dass Bildung die höchste Rendite hat. Bildung ist zwar nicht kostenlos, weil man muss ja auch dieses Wissen erstmal sich aneignen, aber wenn man weiß, was man tut, dann hat eben Bildung immer die höchste Rendite und man kann sich dann auch ohne Geld an Sachen beteiligen. Hast du vielleicht noch zum Schluss ein kleines Beispiel, wo du es noch irgendwo an einem Projekt machst, wo du jetzt nicht rein als Dienstleister gegen ein Honorar arbeitest und Geld verdienst, sondern wo du tatsächlich auch dann beteiligt bist? Ja, und zwar haben wir uns eine relativ angestaubte Branche gesucht im Bereich, also im rechtlichen Bereich für Anwälte. Und die sind halt die totalen Profis in einem ganz bestimmten Bereich und kennen sich da richtig, richtig gut aus. Da gibt es vielleicht in Deutschland 50 Anwälte, die dieses Thema so bearbeiten können. Ja. Aber die haben natürlich von Facebook-Marketing null Ahnung. Die sind alle 50 plus, graue Haare und wollen damit auch gar nichts zu tun haben. Ja. Und wir liefern denen halt genau zielgenaue Anfragen für genau ihr Spezialthema, wo sie halt auch wirklich ihr Humankapital am besten ausspielen können. Wir können da, also wir heißen Kumpel und ich, können da unser Know-how am besten einbringen. Krass. Und haben da auch am Ende von dem Fall eine Erfolgsbeteiligung ausgemacht. Also wenn sie ein erfolgreiches Mandat bekommen haben, kriegen wir den Anteil von dem, was sie verdienen. Okay. Das ist für uns total spannend, für die auch total spannend, weil sie kaum Zeit mit den Sachen verbringen müssen, die sie nicht können, sondern zu 100% ihre Fachkenntnisse einbringen können, genau wie es für uns ist. Und das ist auch wieder genauso der Fall. Okay, aber ihr seid sozusagen nicht an der Kanzlei direkt dann beteiligt, sondern aber eine Umsatz- oder Gewinnbeteiligung habt ihr dann. Genau. Und das ist natürlich auch ziemlich cool. Und du hast im Prinzip keinen einzigen Kapitalinvest, den du hast. Genau, das muss man noch dazu sagen, sie zahlen am Anfang eine fixe Gebühr, um sich an den Werbekosten, die wir initial natürlich haben, am Anfang zu beteiligen. Das heißt, pro Anfrage ein Fixbetrag und wenn am Ende der Fall positiv ausgeht und sie das Mandat bekommen, dann kriegen wir davon noch eine Beteiligung. Okay, das heißt dann, dieses Beispiel zählt dann nicht mehr 100% dazu, weil er muss ja hier dann Geld am Anfang investieren. Aber ich bin mir sicher, du hättest es auch irgendwie anders machen können oder vom
dann wäre halt vielleicht die Erfolgsbeteiligung später aber vielleicht geringer ausgefallen, wenn sie hätten mehr vorstrecken müssen. Genau. Aber insgesamt merkt man auf jeden Fall, mit solchen kreativen Ideen und mit Humankapital kann man sich auch beteiligen. Und das ist ja auch, wenn wir jetzt wieder das Ganze mal im größeren Kontext sehen, Volkswirtschaft und Kapitalismus, eben genau das, was auch an der Börse und mit Aktien und so weiter passiert, dass eben Menschen mit Ideen kommen, zusammen mit Menschen, die Kapital haben. Und wenn man halt kein Kapital hat, aber gute Ideen hat, kann man eben auch sich an Projekten beteiligen, Geld verdienen und dieses dann wiederum in Aktien investieren. Und deswegen, ja, danke dir für den kleinen, für den kleinen Beistand heute hier im Video und ich würde mal sagen, rationale Grüße bis zur nächsten Philosophie am Freitag. Genießt immer eure Wochenenden, bildet euch ständig weiter, ja, auch wenn es die Gewerkschaft da stört und macht auf jeden Fall weiter so. Ich bin mir sicher, wir werden noch richtig viele coole, spannende Dinge hier in dieser Community erleben und ansonsten, ja, rationale Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Super.